Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal eine Situation, die glaube ich 99% aller Medienspieler kennt. Und zwar die Situation ist folgende. Du hast ein Medienspiel, du bist gerade aktiv gegen deinen Gegner am Spielen. Ein Mannschaftskamerad vom Gegner kommt hier mit an den Zaun, gibt oder setzt sich vielleicht sogar mit auf die Bank. Und was ist der Tipp, den die meisten Vereinsspieler immer wieder kriegen von ihrer Mannschaft? Spiel deinem Gegner doch mal hoch auf die Rückhand. Heute in dem Video zeige ich dir 5 Wege, wie du damit umgehen kannst, wenn der Gegner dir die Bälle hoch auf die Rückhand spielt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und hoffe, dass möglichst viel wieder dabei ist für dein eigenes Offline-Spiel. In der ersten Möglichkeit versuchen wir weit zurückzugehen und versuchen den Ball ja eigentlich schon fast schon wieder runterkommen zu lassen, um uns ein bisschen mehr Zeit zu geben. Dort versuchen wir auf eine möglichst große Zielzone zu spielen, aber gerade auch hier ja, diese Schlagart oder diese Taktik mal so zurückzuspielen, ergibt auch immer meinem Gegner etwas mehr Möglichkeiten. Ich bin selber sehr weit hinter der Grundlinie. Mein Gegner könnte den Ball natürlich jetzt etwas früher nehmen und ich bin sofort wieder unter Bedrängnis. Oder auch gerade, wenn er vielleicht weiß, dass ich auf diese große Zielzone erstmal spiele, könnte er natürlich auch mir die Zeit wegnehmen und den Ball auch weiter vorne nehmen. Deswegen ruhig hier den Ball etwas mehr Höhe geben, die Zielzone anspielen und somit versuchen, wieder eine neue Position im Ballwechsel oder eine bessere Position im Ballwechsel zu erreichen. Zweite Möglichkeit, du spielst den Ball als Slice rüber. Der Vorteil beim Slice ist, ich kann den Ball etwas flacher spielen, der Ball springt nicht ganz so hoch weg und der Slice generell als ein etwas langsamerer Schlag gibt mir auch wieder genug Zeit, ja, zu covern und vielleicht auch, dadurch, dass der Ball etwas langsamer ist, ja, meinem Gegner die Möglichkeit auch mal auf den nächsten Schlag ein bisschen zu überpacen, zu viel zu wollen und dann mir einen leichten Punkt zu schenken. Mit steigendem Spielniveau steigt natürlich auch ja, die Geschwindigkeit der Bälle. Und manchmal habe ich ja gar nicht genug Zeit, weit genug hinten zu gehen, sondern ich möchte meine Position nah an der Grundlinie auf jeden Fall behalten, um das Spiel weiter zu diktieren. Also muss ich auch technisch gesehen in der Lage sein, ja, den Ball etwas früher zu spielen. Mir hilft dabei, immer ja, vorwiegend 80% der Bälle cross zu spielen, damit ich einfach da den Treffpunkt nicht zu spät habe und auch weniger ja, Topspin mit reinzunehmen. Und probier's mal aus, gerade auch auf diese Cross-Zielzone zu gehen und dann nur ja, die Seite zu wechseln, wenn ich eine ja, ausreichend stabile Schlagposition habe. Gerade wenn ich die Bälle ja, früher nehme, kann ich selber das Spiel ja, noch mehr bestimmen, beschleunigen, lass mich nicht nach hinten drängen und ja, setze meinen Gegner unter Druck. Aber wie du siehst, allein hier ist schon ja, die technische Anforderung viel, viel höher als bei den Varianten, die wir vorher hatten. Deswegen unbedingt auch das mit ins Training integrieren. Eine weitere Möglichkeit kann sein, dass wenn deine Vorhand vielleicht sogar stärker ist als deine Rückhand, ja, dass du häufig deinen stärkeren Schlag einsetzt und dort auch mal deine Rückhand umläufst. Gerade Spieler, die herausgefunden haben, dass die Rückhand schwächer ist, neigen dazu, öfter diese Seite anzuspielen. Dort kann ich mir das zunutze machen und auch schon selber mich ein bisschen weiter rumstellen, vielleicht auf der Winkelhammer ein bisschen weiter so rüber zu stellen, um dann halt öfter meine Vorhand einzusetzen. Als Zielzone auch hier erstmal versuchen, ja, den Ball eher mit der Vorhand auch cross zu spielen, weil damit wärst du direkt auf der Winkelhalbierende, dann solltest du den Ball halt inside-in spielen, heißt der Linie entlang spielen. Dann bist du relativ anfällig und hast deine Vorhandseite komplett offen. Und als letzte Variante für heute habe ich hier den Ball Volley zu nehmen mit aufgeführt, entweder als Topspin-Volley oder generell nach vorne ans Netz zu gehen. Gerade wenn man das früher kennt, was der Gegner vorhat, vielleicht einen etwas langsameren Ball spielt. Der Ball ist natürlich technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Generell die Varianten, die ich dir heute gezeigt habe, sind eher vom Einfachen bis hin zum Komplexen. Komplex ist hier diesen Ball als Volley zu nehmen, kommt sicherlich nicht häufig vor, nicht jeder Ball ist dafür geeignet. Aber wenn du den im Spiel einsetzt, dann setzt du sicherlich direkt ein großes Ausrufezeichen für deinen Gegner. Ich glaube, die Situation, die wir jetzt aufgezeigt haben, kennen 99% aller Tennisspieler, die an Medienspielen teilnehmen. Und wenn du schon öfter in die Situation gekommen bist und das häufiger ist, probier mal eine der Varianten aus, um aus dieser Situation herauszukommen. Wenn dich das Thema Tennis und vor allen Dingen auch Medienspiel-Tennis weiter interessiert, dann unbedingt hier in der Playlist mal nachgucken. Wir haben eine extra Playlist rund um die Saison, um euch noch besser durch die Saison zu bringen. Und lasst gerne auf dem Video einen Daumen nach oben da, abonnieren natürlich nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.